Nein, da wollte ich nicht rein. What the fuck? Was geht, Leute? Another Fox ist mein Name. Heute spielen wir zu Couch Friday wieder was anderes. Und zwar, wie ihr seht, Crypt of the Necrodancer. Ich hab's damals richtig gefeiert. Ich bin so froh, dass ich es wiederholen konnte, weil ich natürlich auf den Steam Sale gewartet habe. Weil ich bin Fuchs. Schnäppchen. Das ist ein Rhythmus Dungeon Crawler. Also ein Dungeon Crawler einer bestimmten, besonderen Art. Die Musik ist geil. Ich bin dabei. Uni ist dabei. Ihr seid dabei. Ich würde sagen, Dose auf. Ist meins. Und los geht's. Sinn des Spieles ist es. Gut, da haben wir auch ein kurzes Tutorial. Sinn des Spieles ist es, nicht einfach rumzulaufen. Sondern auch im Rhythmus des Beates, des Liedes, und es gibt viele verschiedene Lieder, je nach Stage, sich zu bewegen. Deswegen haben wir unten einen Beat-Indikator. Also einfach den Beat fühlen. Und dann geht die Party ab! Every opponent has a predictable pattern, he said. Learn that pattern and you won't suffer so much as a scratch. Okay, nehmen den Schlüssel und machen die Tür auf und kriegen eine Waffe. Unten steht auch, wenn ich den Beat verpasst habe, was blöd ist, that green guy didn't move, muss eigentlich immer in Bewegung bleiben. Ich darf nicht aufhören. Das ist jetzt noch ein langsames Lied. Das geht noch. A broadsword, not as sharp as I'm used to, but I bet it can still take out three enemies in one shot. Wenn man die Beat verpasst, looks like those dann skeletons sieht man auch am Level. Boah, muss man echt fühlen. If I'm in the way when they move, it's gonna hurt. Boah, ich weiß gar nicht. Ah, fuck. Bin mir gar nicht sicher, muss ich es noch kalibrieren? Boah, ich bin überhaupt nicht im Beat. Na, eigentlich sollte ich Rhythmusgefühl haben, als ehemaliger Schlagzeuger. Verpasst. Na, ich habe den Beat woanders im Lied gesetzt. Der ist doch niemals im Beat, oder? Doch. Moment, ich tue das nochmal richtig kalibrieren. Bis gleich. Gucken wir mal, wie es jetzt ist. Wahrscheinlich muss ich auch einfach erstmal reinkommen. Ich erwarte immer zu viel. So, das ist ein anderes Lied. Wir haben eine Schaufel, wir haben Dolche. Dolche kann man auch werfen, genauso wie Bomben. Aber es ist mir viel zu kompliziert gerade, also im Beat. Fuck. Wie schlecht. Bei dem Beat, ja, dem Beat müsste ich hinbekommen. Langsamer. Oh, fuck. Ah, Dreck. Wie schlecht.
ein Steuerkreuz ist besser. Oh fuck. Das war knapp. Oh nein, der Drache. Da, fuck, das war blöd. Okay, der Drache kann nicht weiter. Im Rhythmus bleiben und klaren Kopf behalten. Fuck die Henne. Vor allem sehr viel Zeit habe ich nicht. Weil wenn das Lied out ist, ist auch das Level aus. Soweit ich weiß. Wie tut man Bomben werfen? Abwärts links. Abwärts links. Links ist auf der Seite. Okay. Oh, lauf! Oh, Streck. Jetzt hätten wir den Drachen. Was? Hoch, runter? Definitiv mit dem Steuerkreuz ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher als mit dem Analogstick. Okay. Wir könnten uns hier ein bisschen noch umschauen. Und natürlich, auch hier ist der Rhythmus wichtig. Natürlich habe ich jetzt keine Nachteile, wenn ich jetzt hier den Rhythmus verhau. Aber schon mal gut zum Üben. Nehmen wir mal die Verteidigung. Ah, die Musik ist so gut. Gefällt mir richtig. Ah, da hätte ich einen Herzbehälter mehr bekommen. Na gut, Diamanten bekommt man eigentlich ganz gut. Vor allem am Anfang. Da fehlt echt der Bass. Aber ist ja am Anfang, das ist ja im Hauptmenü. Gut, machen wir weiter. Zone 1. Wieder den Beat überlegen. Und er kann singen. Eigentlich. Warte doch jetzt. Gleich singt er. Auf einen Moment. So witzig. Da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und 1, 2, 3, 4. Ich feiere es jedes Mal. Okay, weiter. Das ist übrigens der Shop, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Wir brauchen Geld, wie in jedem Spiel. Ist Geld das Wichtigste? Aber jetzt haben wir doch eigentlich einen guten Multiplikator. Ah, jetzt haben wir ihn verhauen. Ich brauche einen goldenen Schlüssel. Ich muss sie retten. Ja, mein Schwert ist ja gut. Aber ich präferiere den Speer, weil ich mehr Reichweite habe dann. Ja, okay, eine Bombe. Auch gut. Ab jetzt machen wir es echt gut. Okay, gehen wir zum Händler zurück. Bevor die Musik aus ist, da geht's runter. Ich will aber jetzt nicht gleich runter. Oh, einen goldenen Schlüssel. Hat er überhaupt einen goldenen Schlüssel?
Ja, da, 14 Gold holen wir. Und eine andere Rüstung. Schaffen wir das noch? Oh. Ah, fuck. Ah, Panik. Komm schon. Girl. Oh, oh. Dreck. Der Beat ist schneller. Eine Karte, gut. So gut im Beat zu spielen. Macht so Fun. Ah, eine haben wir. Zack, und raus mit dir, hübsche Lady. Wir sehen uns in der Lobby. Oh, das Lied ist gut. Fuck. Oh. Fuck. Gott, intense fuck. Nein. Dreck. Ah, die haben wir freigeschalten. Hallo. Diese Items werden in Truhen erscheinen. Okay. Der Verliesmeister gibt mir erst ein neues Herz. Mehr Münzen, Multiplikator. Was ist das? Oh ja. Mehr Truhen. Ah, ich verkaufe dauerhafte Verbesserungen. Sehr gut. Gleich weiter zunächst zur Zone 1. Du wirst deinen noch nicht ausgegebenen Diamanten verlieren, wenn du die Liebe verlässt. Ach so. Nein, wir geben die erstmal aus. Hi. Hi. Diese Items werden in Truhen erscheinen. Ah, okay. Das. Ah ja, ich verstehe. Nach und nach muss ich erst die Items freischalten. Sonst erscheinen die auch gar nicht. Logisch. Ja, und es ist die. Ich sehe gerade, die Level sind zufallsgeneriert. Ja, ich glaube, jetzt habe ich einen Dreh raus. Oder doch nicht. Fuck. Shit. Ah, Dreck, Panik. Ja, nochmal. Ah, okay. Dass man halt immer wieder zur Lobby zurückkommt. Ja gut, hat seinen Vorteil. Man muss ja die Items erstmal freischalten. Ah, der Skelett. Ich bin so schlecht. Und der Drache. Oh. Der grüne Drache ist an sich ja einfach. Wenn man überlegt. Wayne. Der grüne Drache ist an sich einfach, wenn man überlegt.
Der speit kein Feuer. Man muss einfach nur im richtigen Rhythmus. Ach, ich feier dieses Lied. Easy. Keine Ahnung, was dieses... Oh, fuck. Ich will wissen, was dieses Item ist. Abwärts links. Was ist abwärts links? Oh. Das hat mich leicht überfordert, dass ich jetzt so groß bin. Ich bin so riesengroß. Die zerbrechen, das heißt, die gehen irgendwann mal kaputt. Machen wir nicht, ist mir zu unsicher. Wir nehmen auf einmal das und das. Die nächste Prinzessin retten. Diesmal schaffen wir es. Das ist ja gar keine Prinzessin. Seht ihr? Und deswegen... Fuck! Brauche ich... Ah, Dreck, was mach ich? Das war so ein guter Run. Der Speer ist perfekt. Der Speer ist perfekt auch für den grünen Drachen. Die Peitsche ist auch gut, ja. Ich erinnere mich. Heute zweite Waffe. Hm. Und wir haben einen Monstermeister freigeschalten. Ich werde dich gegen Gegner trainieren lassen. Okay. Schön. Jetzt ist gerade interessant, weil ich ja diesen Pulsmesser habe. Man sagt ja, der Puls richtet sich immer nach dem Beat von der Musik, also meistens versucht sich's anzupassen. Es wäre jetzt interessant zu wissen, ob sich mein Herz wirklich auch an dem Lied anpasst. Sada? Was ist Gold? Höherer Schaden nach dem Einsammeln von Gold. Ah, okay. Und ein Rucksackplatz. Okay. Hallo Odin. Komm. Ich klopfe auch im Takt, weil ich es kann. Ah, oh, ein Skelett. Oh, bin ich blöd. Ah, doppelt blöd. Ich krieg das einfach nicht in meinem Kopf. Boom. Und die Peitsche. Yes. Die Peitsche ist gut. Heute ist der Akku von meinem Headset, Wireless Headset. Ist das voll aufgeladen, dass ich heute genug Aufnahmen machen kann heute, ohne auf Ton zu verzichten. Ja, die Peitsche ist super. Ah, oh, Dreck. Nicht schlecht. Aufwärts links. Aufwärts links. Ist auch ein Bee zu treffen. Oh, dieser Affe. Wie? Was? Oh, schlecht.
Ich glaube, ich bleib beim Schwer. Muss man zwar ein bisschen mehr nachdenken. Oh, Dreck. Und dann noch dieser fucking Affe. Oh. Was? Weitersprung für doppelten Schaden. So, mach mal das. Hallo. Toll. How's it going? Ja, nehmen wir nur das. Ah, man kann das auch im Koop spielen. Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, an diesen Steinen sieht man so einen blauen Punkt manchmal. Das ist ein Hinweis darauf, dass da hinter sich ein, boah, ein Diamant versteckt. Ich muss erst ein Beat reinkommen. Ich bin, glaube ich, drück wahrscheinlich zu schnell. Ich muss den Beat fühlen. Tobi, fühlst du den Beat? Oh, ernsthaft! Oh, ernsthaft! Dreckscheiße. Hey. Hey. Yes, 5 Herzcontainer, ich werde immer besser. Nur mit dem Beat. Das ist ein blauer Punkt, sieht man sofort. Ja, spielen und gleichzeitig reden ist ja für mich sowieso so eine Herausforderung. Weißt du, ihr würdet sagen, ist ja voll easy. Für mich nicht. Für mich ist es definitiv nicht easy. Weil ich dann so in meiner Konzentration verstecke. Ach, Dreck. Ich dachte, da ging's weiter. Dass ich mich dann nur auf eines konzentrieren kann. Spiel oder sinnvolles Gerede. Obwohl, auch wenn ich mich aufs Reden konzentriere, meistens nichts Sinnvolles rauskommt. Dreck. Oh, Dreck. Breites Schwert ist eigentlich auch nicht schlecht. Deshalb. Können wir noch einen Apfel holen? Was? Das ist lila. Phasenangriff. Was? Ah, was? Keine Ahnung. So, nächstes Level. Da komme ich ein bisschen besser klar mit dem Lied. Wäre mal nicht schlecht, wenn wir mal ein bisschen Fortschritt machen. Ah,
die Falltüre nicht drauf gehen. Oh, da ist ein Diamant. Ne Diamant vor allem. Eieiei, was habe ich getan? Was? Okay. Hallo. Hallo. Nehmen wir, oh, zu wenig. Nehmen wir das noch. Hey. Hey. Okay, ein Goldmagnet. Na gut. Und los. Oh. Das erste Level geht mir ein bisschen auf den Sack immer. Immer. Also jetzt. Weil ich mit dem Beat nicht klarkomme. Ah, oh, Dreck. Ah, oh, Dreck. Irgendein Amulett habe ich. Keine Ahnung. Oh, das da. Das. Ah, schlecht. Ein goldener Schwert. Sehr gut. Nice, da ist er 3000. Really? Okay. Hi. Ich hoffe, euch gefällt dieses Spiel, genauso wie mir. Hallo. Mich freuen, wenn ihr mir das durch ein Like zeigt. Oder ja. Oder es in den Kommentaren schreibt. Ich für meinen Teil habe sehr viel Spaß an dem Spiel, auch wenn ich jetzt nicht wirklich Progress mache. Aber ich versuche zu tryharden. Und mich zu konzentrieren. Kann ich das? Oh, geht nicht. Aber mit einer Bombe. Ich bin ein Idiot. Nee, will ich verkaufen. Ob du spinnst? Obwohl? Nein. Vielleicht? Okay. Dann nicht. Oh, ich komme mit diesem. Ich werde mit diesem Lied nicht warm.
Freien Schwert, sehr gut. Nehmen wir noch das Loot. Und dann gehen wir durch die Tür. Sehr gut. Ja, dieses Lied ist viel, viel besser. Sagte ich und verlor den Multiplikator. Und bin ich schlecht. Konzentration, Alex. Dreck. Nächster. Tipp, Minotaurus, ausweichen. Einfach nur ausweichen. Und noch ein Zauber, toll. Und ein Rucksackplatz, wir nehmen alles. Mit dem Breitschwert haben wir es drauf. Keine Bombe. Nein, ist nicht deine Ernte. Okay, der Affe macht scheinbar keinen Schaden. Der Affe lenkt nur ab. Was? Ah. Ah, ich bin durcheinander. Wir nehmen wieder das Breitschwert. Weil die Peitsche ist zwar gut, eine rote Peitsche, aber die hält ja nicht lange. Und dann habe ich Angst, dass ich den ganzen weiten Weg zurücklaufen muss. Und dann die Waffe nicht mehr finde. Wir müssen mal zum Ausgang. Da ist Ausgang. Machen wir noch die Truhe auf. Was kann das? Fleisch. Links, rechts. Wie geht links und rechts? So. Wie geht links, rechts? Okay, wieder ein schnelles Lied. Oh, der rote Drache, der fucking rote Drache, aber wir versuchen. Oh, geschafft. Bisschen Panik bekommen. Ah! So viel Geld. Keine Bombe. Das, ich glaube, das ist mein Lied. Das sind Fallen übrigens, diese Hörner-Dingens. Scheiße. Mist, man kommt nicht von der Seite rein. Oh, ich liebe das Breitschwert. Nein! So, wieder bei Level 3. Ich habe ein bisschen vorgeskippt, dass ich wieder bei Level 3 bin. Dass wir nicht immer die gleiche Leier machen müssen.
Und schon habe ich wieder Druck. Und mache alles falsch. Das war ein langes Level 3. Ja gut. Ich hatte eigentlich einen echt guten Lauf. In der Zeit, wo ich nicht aufgenommen habe. Und dachte, oh, jetzt hab ich's drauf. Aber wohl nicht. Bei dem Lied vor allem habe ich jetzt einen Rhythmus drauf. Ich brauche jetzt nur dieses elektronische. Das ist der Rhythmus. Glaube ich. Ah doch, hört sich gut an. Doch nicht. Leicht zu spielen, schwer zu meistern. Deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt nicht viel rede. Ich versuche mich zu konzentrieren, dass ich mal es vielleicht schaffe, nach Level 3 zu kommen. Was ja jetzt eigentlich nicht sonderlich schwer sein sollte, wenn man sich nicht so blöd anstellt wie ich. Ah, ich glaube, das Breitschwert, das favorisiere ich jetzt so langsam. Nur mit dem Takt komme ich nicht so klar. Ich krieg bei diesem Lied diesen Takt nicht hin. Was ist das? Ah, Amulett der Vollerei. Ah, ernsthaft? Der ist doch eigentlich gar nicht so schwer, der Takt. Wo kriege ich den nicht hin? Wie dem auch sei, wir gehen ins nächste Level, Level 2. Da habe ich den Takt besser intus. Ja, es geht auch weiter nach Level 3. Irgendwann kommen auch Endbosse. Natürlich auch im Rhythmus. Richtig fancy, wenn man es mal geschafft hat. Ich glaube, ich habe nur den ersten Endboss mal geschafft. Ein Blutschwert. Ein Monokel. Alle Items sehen, okay. Einmal Graben 1. Give me them diamonds. Dreck. Und Level 3. Dreck. Odin. Never ending story. Hello. Hello. Und ja, auch Zone 2 und 3 gibt es. Ah, Dreck. Ah, Dummheit. Und nochmal Dummheit. Was ich sagen wollte, ja, Zone 2 und 3 gibt es, mit Unterschied, mit anderer Musik natürlich wieder. Oh, bin ich schlecht. Ja, Rhythmus. Rhythmus muss man haben in dem Spiel. Oder Glück.
Kugel rüber. Oh, Panik. Dieses Skelett hat mich abgelenkt. Oder ich lenke mich selber ab. Schwer, okay. Oh, ich komme mit diesem Beat nicht klar. Gar nicht gewusst, dass Bomben auch Geld zerstören. Amulett des Frostes, okay. Bin ich mal gespannt. Bis jetzt hat's noch nicht gemacht. Noch nichts eingefriert. Eingefriert! Ah, bei Schaden wahrscheinlich. Puh. Uzbekistan! Keine Ahnung, ob ich das jetzt gesagt habe. Wir bleiben beim Schwer. Was? Keine Ahnung, was ein Zauber ist. Wir sind Level 3, oder? Sind wir Level 2? Ich komme schon raus. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ja, wir gehen einfach ins nächste Level. Ah, ne, Level 3 jetzt. Oh, bin ich. Ich bin so dämlich. Ach, die kann man zersprengen. Okay, nehmen das hier und das hier. Ich dachte, wir kriegen jetzt volle Energie. Ah, ich glaube bei Schaden. Hoffen wir doch. Drei Bomben. Thank you.
Drogen? Das kenne ich noch gar nicht. Fernangriff. Okay, ich bin gespannt. Ist das nice! Bogen ist ja der Undertaker. Nein, da wollte ich nicht rein. What the fuck? Ich hatte einen fucking Bogen. Hey. Hey. How's it going? Okay, letzte Runde. Ein Schuh, der Schaden macht. Zusätzlich wahrscheinlich. Interessant. Aber der Bogen ist schon geil. Oh, ich komme nicht auf den Beat. Schlecht. Diese Fehler dürfen nicht mehr passieren. Gut, Peitsche. Ist okay. So Leute, ich glaube, an dem Punkt machen wir mal Schluss. Die erste Folge Crypt of the Necrodancer. Ja, so heißt das. Ich denke mal, ich werde ein paar Folgen weiterspielen. Dass ich in diesen Flow reinkomme. Aber wir werden sehen. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich freuen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Andrew Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.